Ich konnte die Siegel nicht brechen und an die Götterrüstungen herankommen. Aber wenn ich dich jetzt vernichte, gehören sie mir. So einfach wird das aber nicht. Diese Rüstungen passen sehr gut zu dem Träger des Lufia-Schwertes. Und das bin ja wohl ich. Lufia-Schwert. Du bist unwürdig, die Götterrüstungen zu tragen. Nimm nun Abschied von deinem Leben. Du hast immer noch etwas Energie über? Das ist reine Zeitverschwendung. Maxim. Keine Sorge, Selen. Der kriegt mich nicht. Du elender Dummkopf. Ich zerfetze dich in tausend Teile. Da kann ich ja nur lachen. Was zum... Das Lufia-Schwert. Was geht da vor? Das Lufia-Schwert hat dich auserwählt. Heiliges Kanonenrohr! Das kann doch nicht... Hier, Maxim. Halte das Schwert in der Hand. Diese Kraft, diese sagenhafte Energie, es ist einfach unglaublich. Das kann nicht wahr sein. Daraus. Es kann nicht sein. Du hast nicht genug Energie für das Lufia-Schwert. Seid ihr alle unverletzt? Ja, aber Daraus ist verschwunden. Das ist schlecht. Sicher führt er seinen Feldzug des Terrors fort und zerstört eine weitere Stadt. Die Todesinsel wird uns nicht entkommen. Wie willst du sie aufhalten? Aus der Platte tritt eine große Kraft heraus. Damit werden wir es schaffen. Ich fühle auch Lisas und Maries Auren. Sie scheinen das Gleiche wie ich zu denken. Schafft ihr es wirklich, so viel Energie zu kontrollieren? Keine Zeit mehr darüber nachzudenken. Gehe bitte beiseite. Lisa, Marie? Hört ihr mich? Wir müssen unsere Kräfte vereinen. Die Zeit ist gekommen, da unsere Wünsche erfüllt werden. Ich vertraue euch. Das ist meine Dreiecksbeziehung. Was zum... Auf dieser Insel herrscht eine starke Aura. Wir können uns weder bewegen noch angreifen. Dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie kommen. Nein, sie brauchen noch etwas Zeit. Warum? Ich habe ihr Schiff angegriffen. Ich konnte es nicht völlig zerstören, doch es kann nicht mehr fliegen. Du hast wirklich an alles gedacht. Aber werden sie das Schiff nicht reparieren? Auch darum habe ich mich bereits gekümmert. Ach du Scheiße. Wir haben die Todesinsel aufgehalten. Ich weiß aber nicht für wie lange. Ich glaube, euer Schiff wurde von der Insel angegriffen. Was? Exerion? Unser prachtvolles Schiff? Daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Lasst uns überlegen, was wir nun tun werden. Wir sollten nach Portravia und Lexis fragen, ob er das Schiff reparieren kann. Beeilt euch, wir halten die Insel hier fest. Aber wenn es zu brenzlig wird,
müsst ihr fliehen. Versprochen. Versprochen. Maxim, vergiss nicht. Du bist der Auserwählte, der das Lufia-Schwert tragen darf. Ist mir bekannt. Salem, bring uns nach Port Ravia. Warum? Das war mal ein guter Warp direkt vor die Füße von Lexis. Lexis, kannst du Exerion reparieren? Ich denke schon. Können wir irgendwie helfen? Nein, ruht euch aus. In Ordnung. Salem? Kann ich kurz mal mit dir sprechen? Hm? Klar. Was haben Maxim und Salem zu bereden? Was ist los, Maxim? Du solltest hier bleiben und... Maxim, höre auf damit, und zwar sofort. Salem. Sprich nicht so mit mir. Ich komme mit dir, Maxim. Was auch geschehen mag, ich komme mit. Salem. Wir gehen zusammen, kehren zusammen wieder und werden zusammen unseren Sohn wiedersehen. Ja. Du hast gelauscht, Kai. Das ist aber nicht gerade die feine Art. Die nächste Schlacht wird hart. Die beiden haben ein Kind. Sie wissen genau, was sie zu tun haben. Und sie werden es gut machen. Hey, du hast ja auch gelauscht. Elfen haben gute Ohren. Ein bisschen lang, die Dinger, oder? Vorsicht, mach keine Scherze über meinen Ohren. Das mag ich überhaupt nicht. Ich habe nur ein wenig Spaß machen wollen, weil mir meine Freundin fehlt. Du darfst im Kampf nicht verletzt werden, wenn du sie wiedersehen willst. Ja, außerdem würde sie mich bis in die Hölle verfolgen, wenn ich nicht zurückkehren würde. Dieses Mädchen möchte ich gerne irgendwann mal kennenlernen. Lass uns doch eine Party feiern. Ihr seid alle eingeladen. Ja, das hört sich gut an. Wir werden mit unseren Freunden feiern. Ja, genau. Je mehr, desto besser. Habt ihr euren Kaffeeklatsch nun beendet? Scheint so. Exerion scheint repariert zu sein. Lexis ist ein wahres Genie. Jetzt sind wir dran zu zeigen, was wir so drauf haben. Ja, jetzt geht's los. Es gibt kaum noch einen Weg zurück. Unser nächstes Ziel wird die Todesinsel sein. Ich habe Exerion repariert. Nun könnt ihr loslegen. Ja. Maxim, pass gut auf dich auf. Mir wird schon nichts passieren. Die Energie, die die Todesinsel festhält, lässt eindeutig nach. Maxim, wir müssen uns beeilen. Überall sind Monster, sogar am Meer. Was? Das haben wir den Höllenfürsten zu verdanken. Lasst uns nachsehen. So viele Monster. Müssen wir dann ständig kämpfen? Sogar im Meer gibt es diese ekligen Monster. Wir werden gut aufpassen müssen. Wir werden uns schon um diese Monster kümmern. Geht ihr ruhig schon an Bord der Exerion. Aber... Das ist doch kein Problem. Das sind doch alles noch Babys. Was? Ah, schaut mal, wer kommt denn da? Nimm das! Du? Kann das wahr sein? Hey, lange nicht mehr gesehen. Decker, du lebst?
Natürlich, warum sollte ich nicht geben? Ich bin ein erstklassiger Schwertkämpfer. Ja, das ist Decker, ohne Zweifel. Tatsächlich. Habt ihr auch diese seltsame Insel am Himmel gesehen? Ja. Dann solltet ihr hier nicht rumstehen. Auf, geht schon los, Decker. Ich werde die Monster hier ein wenig beschäftigen. Also macht, dass ihr fortkommt. In Ordnung. Du lebst? Ja, mich wird man nicht so einfach los. Ich könnte dich schon besiegen. Darüber sprechen wir später, mein Freund. Ja, bis dann.